sich dadurch und erster Eckball für Rapid. Prosseni. Jawohl! Wer sich ausgegangen? Ja! Und Stumpf. Er hat den Bann gebrochen. Rapid-Torjäger Christian Stumpf in der 18. Minute nach dem ersten Eckball. 1:0 für Rapid durch Christian Stumpf. Das ist super für ihn. Die Zeitungen haben schon geschrieben, er hat eine Ladehemmung, das funktioniert nicht mehr bei ihm. Hier dann sieht man die Flanke von Prosseni. Ich glaube, der Leschak gewinnt hinten den Kopfball, bringt ihn zur Mitte. Ist der Serge Mandreco, Abpraller und dann ist der Christian zur Stelle und haut ihn rein. Wunderbar. Jetzt müssen die Mannen aus der Ukraine natürlich versuchen, dass sie im Europapokal so wichtige Auswärtstor zu erzielen. Hier noch einmal der Kopfballtreffer von Stumpf, der richtig steht. Und vielleicht ergibt sich hier die Möglichkeit zum Konter. Vielleicht das für das Rückspiel. So, noch eine Chance. Mandreco. Kübauer. Gucki. Guter Schuss. Und ja! Da! Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Wir haben es vor einigen Augenblicken gesagt. Und knapp eine Minute vor Spielschuss. Ein Gewaltschuss von Peter Gucki. Und Rapid führt hier gegen Dynamo Kiew. 2:0. Der Andi Herrhoff strahlt. Ein Stein fällt ihm vom Herzen. Er wird ja beim Rückspiel dabei sein. Und das ist nun eine hervorragende Ausgangssituation. Irgendwann war doch ein Rapidler frei und irgendwann wurde dieser Freiraum ausgenützt. Didi Kübauer, der hier noch gratuliert hat, liegt mustergültig auf für Gucki. Ein glasharter Schuss mit Effekt und ein Fehler doch des irritierten Torhüters Kutjepov und es steht 2:0. Es hat sich ausgezahlt. Wir haben ein paar Mal geschossen, der Christian Prosseni zweimal und jetzt der Peter Gucki auch einmal vor allem im linken Fuß und den trifft er wunderbar und der Torhüter macht keine super Figur eben. Man muss das einfach provozieren, man muss viel mehr schießen auf diesem glatten Boden und es hat sich ausgezahlt.